Rapper Nate57 lehnt eine Feature-Anfrage von Sido ab und das ist die ganze Geschichte dazu. Vor über 10 Jahren, als Rapper Nate57 gerade den Hype seines Lebens hatte, mit Songs wie Blaulicht, Waffenfreie Zone oder die Welt, bekam er eine direkte Anfrage von Sido. Er wollte dem Newcomer zu diesem Zeitpunkt weiter fördern und supporten, indem er mit ihm einen Song aufnimmt. Doch Sido war völlig überrascht von der Antwort, denn Nate lehnt ab mit den Worten, dass er es alleine schaffen wird. 10 Jahre später kann sich der Hamburger Rapper an dieses Gespräch mit Sido nicht erinnern, was er nun neulich im Podcast mit Shirin David erfahren musste. Daraufhin macht er ein öffentliches Angebot direkt an Sido und fragt diesmal selbst an, ob der Berliner Rapper noch Lust auf ein Feature hat und bekommt 5 Minuten später die Zusage. Nun muss nur noch der Song entstehen und wir können endlich das verspätete Meisterwerk uns anhören. Die Fans sind jetzt schon gespannt darauf. Ich kann mich nur an Nate57 erinnern, der gesagt hat, nee, ich mach das alleine. Wirklich? Da gab es so eine Situation? Ja, ich habe ihn angerufen. Oder geschrieben, wir hatten Kontakt. Und habe ich gesagt, kann ich irgendwie, wollen wir ein Feature, ne? Sollen wir was machen? Und er sagt, nee, Bruder, weißt du was, wir schaffen es alleine. Ratus Locus Forever. Krass. Forever? Forever ever? Forever ever? Ey, kein Hate, großer, kein Hate. Aber wie krass. Weil Nate war für uns natürlich in Hamburg eine dicke Nummer. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Freut ihr euch auf das gemeinsame Feature von den beiden und hätte Nate auch dieses Angebot schon vor 10 Jahren annehmen sollen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.